So, da sind wir wieder und wir wollten gucken, was hinter der Tür hier ist, aber vorher sollten wir noch mal ordentlich schlafen, weil ich mich gerade selber gefeuerballt habe. Eigentlich wollte ich den noch vorbereiten, aber gut. Du hast noch eine Wunde, du hast offensichtlich eine Wunde und du hast eine Kopfwunde. So, schlafen, bevor ich mich noch im Feuerball zu Gemüte führe. ONE nicht drücken. Du kannst auch mal einen vorbereiten. So. Das müsste schon reichen. Schlüssel raus. Wer hat ihn? Du hast ihn. Oh. Eine Holzkeule. Ja, die brauchen wir nicht unbedingt. Ich hoffe mal, dass hier mehr war als nur diese blauen Viecher. Auch wenn die ganz gutes Training zu sein scheinen. Bisher auch keine allzu großen Auswahlmöglichkeiten. Was immer ganz angenehm ist, wie wir gelernt haben bisher. Eine Kupfermünze. Ah, die hätten wir mal früher finden sollen. Dann hätten wir das letzte Ding jetzt auch noch aufmachen können. Also bei diesem Münzenraum, da fehlt uns am Ende ja eine. Aber ich denke mal, da werden nur Sachen drin gewesen sein, die praktisch sind, aber nicht unbedingt notwendig. So wie Glasflaschen oder Bomben oder sowas halt. Na, es sind jede Menge blaue Viecher. Vielleicht hatte man bei den drei Schlüsseln die Wahl zwischen einem Kämpferweg, einem Rätselweg und einem, keine Ahnung, irgendwie anders gearteten Weg. Aus hätten sie mal ruhig markieren können. So. Zack. Zack. Komm schon, ich hätte gerne mit Z noch ein Kriegerlevel, damit wir die dritte Fähigkeit hier freischalten. Also ich hoffe einfach mal, dass es beim nächsten Level freigeschaltet wird. Denn die lassen sich ja doch ganz schön Zeit, die Level. Das ist schon einfacher. So. Ich wollte kurz gucken, ob hier. Ah, okay. Die Abzweigung führt auch wieder zu dem Hauptweg zurück, wo wir eben gerade die beiden auf einmal umgebracht haben. Also gibt es noch keine einzige Abzweigung bisher. Na, das ist doch schön. Ja, das Schwert ist definitiv echt schick. Ich würde nur gerne mal wissen, wie viel Schaden so die Feuerbälle machen, weil da sieht man ja gar keine Schadensanzeige. So, hier geht es jetzt einmal rechts rum und einmal links rum und links rum führt zu rechts rum. Also, immer noch keine Abzweigung. Nur sinnloses Bläuling töten. Und ein Kriegerlevel für Set. Sehr schön. Du läufst mir nicht mit meinem Schild weg. So, kannst du jetzt die dritte Attacke? Es muss sich von dem Zaubern erholen. Nee, kann er nicht. Ah, schade. Aber mehr Lebenspunkte. Er hängt zwar immer noch hinter Gosmog hinterher, aber wenigstens ein bisschen mehr Lebenspunkte und mehr Stärke, was immer ganz gut ist. Also ja, ist definitiv eine gute Trainingsecke hier, weil die Gegner machen nicht allzu viel Schaden, die vergiften nicht, die schmeißen keine Flächenschaden, Feuerbälle. Ah, ich hätte nichts sagen sollen. Dafür sind hier Wasserelementare. Gut, wer steht rechts? Jetzt steht Elijah rechts und der kann mal Dispel da hinten hinschmeißen. Noch ein Dispel. Noch ein Dispel. Und das Ding müsste eigentlich gleich tot sein. Okay, Seite wechseln. So, zack. Na also. Ja, jetzt wo man weiß, wie man die töten kann, sind sie doch recht einfach. Er braucht zwar immer noch tierisch viel Mana, aber gut. Immer noch keine Abzweigung, nur mehr Bläulinge und da hinten haben wir eine Druckplatte, die höchstwahrscheinlich die Tür da aufmacht. Also ja, dieser Unterbereich von dem Level ist echt angenehm. Ah,
jetzt höre ich irgendwas Fliegendes. Ah, eine Wespe. Eine One-Hit-Wespe. Und warum ist die Tür da offen gewesen? Und da liegt ein Schwert. Hier waren wir schon mal. Wir sollten nicht aus den Augen verlieren, wo wir herkommen. Also wir kommen daher. Ah. Okay. Hier ist noch eine Tür, die mit einer Druckplatte geöffnet wurde. Also nehme ich an, dass wir hier bei den Ausgängen rauskommen, wenn wir die andere Tür genommen hätten. Also wir hatten ja drei Türen zur Auswahl. Wenn wir durch die eine Tür gehen, kommen wir hier raus. Wenn wir durch die andere Tür gehen, kommen wir hier raus. Wenn wir die andere Tür nehmen, kommen wir nicht da raus. Sondern hier raus. Deswegen ist die Tür auch noch zu. Können wir die knacken? Nö. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dem der Fall ist. Also, wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir zwangsweise ins nächste Level. Das wäre dann schon Level 12. So. Bereiten wir mal gar nichts vor, sondern nur eine schwere Rune. Weil wir wissen nicht, gegen was wir jetzt kämpfen müssen. Und haben wir genug Heiltränke? Nicht besonders viele. Können wir mal ein, zwei zaubern. Schaden tut's nicht. So, du hast zwei, du hast zwei. Navi hat zwei und Elijah hat zwei. Schon besser. So, also auf meiner Liste ist jetzt Level 11. Urrätsel, Plasmafolgen, drei Türen, Mitte. Okay, jetzt können wir Mitte oder den anderen auch nehmen, weil wir kommen mit beiden ja gleich raus. Und dann müssen wir jetzt hier den Weg finden zur nächsten Treppe nach unten. Bisher haben wir keine Abzweigung, sondern nur ein Wasserelementar, das gleich sterben wird. Drei schwere Antigeister, vier schwere Antigeister braucht er. Das ist schon ganz schön übel. Aber gut. Hat jemand Hunger? Nö. So, eine Abzweigung, das ist nicht gut. Gehen wir mal kurz zu Ende, ob es wirklich eine Abzweigung ist. Und ja, es ist eine richtige Abzweigung. Zurück. Und hier kamen wir her. Also setze ich mal hier meinen ersten mein erstes Plasma-Dingens. Hier dann noch eins. Und dann gehen wir mal links rum. So, und gucken, wo das hier hinführt. So, da ist nix, da ist nix. Da ist noch eine Tür. Okay, gehen wir mal da durch. Noch mehr Abzweigungen, das ist gar nicht gut. Oh, da ist eine Treppe nach unten. Sehr schön. Also wir haben jetzt von unserem Feuerstabraum bis ganz hier unten in Ebene 12 den Weg gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch die Stelle, wo wir das Magnifying Glass brauchten. Oh, und praktischerweise haben wir gerade den Münzraum gefunden. Das heißt, wir können die letzte Münze reinschmeißen. Ach, doofe Biene. Warum gehst du immer wieder weg? So, stirb einfach. Sie ist dem Vorherball weggeflogen. Egal. Gucken wir mal, was da drin ist. Ja, eine Giftbombe. Schön, das hätten wir uns auch sparen können. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was wir alle aufgemacht haben. So, Ebene 12. Ein Klick, das irgendwas macht. Okay, 12 hatten wir den Raum mit den Fallgruben, die unsichtbar sind. Dahinter hatten wir was aufgemacht. Also ja, ich glaube, wir hatten hinter den Fallgruben irgendwas gedrückt und dann ist hier was aufgegangen. Nämlich die goldene Tür mit dem Ritter drin. Also schreibe ich mir auf, Level 12. Level 12.
Drei unsichtbare Fallgruben. Unsichtbare Gruben. Und Plasma. Das heißt, ich lege jetzt von hier aus eine Spur Richtung goldener Tür. So, wir kamen von da. Das heißt, hier kommt jetzt mal dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Hier ist wieder so ein kleiner Raum, wo wir es ausruhen können. Oder ist es derselbe Raum, wo wir vorhin schon waren? Ja. Ach, hier waren über diese kleinen Vorratskammern. Und hier war der Raum mit dem Typen drin. Und wo war das Schloss, wo wir den Schlüssel gebraucht haben von dem Typen, der im Raum war? War das hier in demselben Abteil oder war es auf der anderen Seite? Ich lege einfach mal meine Spur hier weiter. So, jetzt kannst du mal wieder ran. So, hier ist nirgendwo ein Schloss. Da ist immer noch der mittlere Raum. Und da kommt ein Feuerball angeflogen. Nicht gut. So, ich schlafe einfach mal hier. Dann müssten wir genug Zeit haben, wenn die Tür aufgeht, wach zu werden und zu werfen. Wenn es dein Auge ist. Ich glaube, diese kleinen Mönche können keine Türen öffnen. Schlimmer als kleine Mönche. Das Ding, der kriegt nur Schaden, wenn es gerade zaubert, richtig? Links muss er stehen, links muss er stehen. Elijah steht links. Und das Ding ist viel zu schnell. So, Mann. Und der ist einfach so durch die Tür durchgeflogen, was ja auch ziemlich übel ist. So, Heiltrank. Schlafen werde ich jetzt nicht nochmal, sonst werden wir wieder von so einem Ding überrascht. Aber ich bereite schon mal zweimal so einen starken Antigeistzauber vor. So, jetzt gehen wir hier zu Ende durch und suchen nach der Tür, die weiterführt. Aber hier ist anscheinend keine. Also können wir uns die schon mal alle wieder einsacken eigentlich. Und wir müssen dann zurück zu dem Raum mit den drei Fallgruben und auf die andere Seite. So. Komm mit, komm mit. Wir wollen den Gerogon aus der Zukunft nicht verwirren durch zwei, drei Spuren gleichzeitig. Wenn der Gerogon aus der Zukunft überhaupt jemals wieder nach ganz oben laufen muss, was ganz schön doof wäre, wenn nicht. Denn wir die letzten drei Folgen quasi umsonst gewesen. Aber gut. Du hast keinen Platz mehr, du hast noch Platz. So, wir sind jetzt wieder da, sind wir hergekommen. Das heißt, wir gehen jetzt bei den Gruben einfach rüber. Und hier lang. Hier haben wir einen Schlüssel gebraucht. Hier war ein Ritter drin. Und der Ritter hatte noch einen Schlüssel. Also müssen wir hier weiter. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und den nächsten Raum finden, wo wir weitergegangen sind. Ich glaube, das war der grüne hier. Es kommt gut hin. Ja, schön. Also müssen wir hier irgendwo wieder unsere. Oh. Okay, jetzt ist irgendwo irgendwas aufgegangen. Hier anscheinend. Ein Snake Staff, der anscheinend Mana macht. 8 Stück. Okay. Und Heilung. Ja, gut. Ganz nett. Ich würde aber trotzdem ganz gerne meine Markierung wiederfinden. Hier ist nicht meine Markierung, hier ist meine Markierung. Also da lang, da rum. Hier lang. Hier lang. Und irgendjemand ist überladen. Jupp, er. Und er hat Hunger. Kisten sind alle leer. Das ist nicht gut. Hier war nur ein Knopf. Ne, hier war der Stab drin. So, da weiter. Da weiter.
Hier durch. So, wer hat Essen? Er hat Krimskrams, er hat Essen. Hallo? Das nicht wirklich viel Hunger stillt. Hallo? Hallo? So, noch jemand Hunger? Jo. Hallo? Jo, er auch. Und wir haben gleich kein Essen mehr. Hallo? Was mit dir? Oh, er hat auch Hunger. Hallo? So, damit haben wir jetzt offiziell nichts mehr zu essen. Trinken haben wir noch, aber das ist auch gleich weg, wenn ihr eben was zu trinken gibt. Also nicht weg, aber der erste Beutel ist schon mal alle. Oh, aber wir haben noch die Flaschen, die können wir auch gleich verbraten. So. Ja, das Essen wird eher das Problem werden. Aber gut, müssen wir einfach hoffen, dass wir genug von den kleinen Mönchen treffen. Die droppen ja auch Essen. Oder die Ratten, die droppen die Keulen. Und ja, so, hast du noch Markierung? Ja, hast du. Geradeaus. Zum. Geht's überhaupt weiter? Ja, und noch mehr Abzweigung. Ja. Also meine Hoffnung ist ja, dass auf diesem Level irgendwo das Rätsel war mit der Linse. Weil wenn nicht, dann müssten wir nochmal ganz zurücklaufen, also zur nächsten Ebene und da dann schauen, ob es da irgendwo ist. Und hier ist eine Sackgasse. Du kommst mit. Und wir gehen hier rum. Hier geht's auch nur da lang. Zip, 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 zip. Das war falsch. Zip, 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 zip. So. Ich höre eine Ritter irgendwo. Ist das ein gutes Zeichen? Ah, und ein Chui. Und na. Und ein sehr nerviger Gegner. Na, komm her. Ich höre ein Bewegungsgeräusch, aber er bewegt sich nicht. Aber komisch. Na komm, stirb, wir wollen diese Laterne umnieten. Genau, dich da hinten. So, zauber was. Oh, der kam diesmal gleich dazu, wirklich zu zaubern. Das ist ja auch nicht schlecht. So, also, gelbes Ding ist tot, Laterne ist tot, Ritter ist auch gleich tot und diesmal ziehen wir seine Rüstung nicht an. Und dann gibt's auch erstmal wieder einen Cut. Ja, die Folgen sind ein bisschen anstrengend mit dem ganzen Setzen von den Faden, aber wir machen gute Fortschritte. Ja, wir sind jetzt schon Level 12, haben Weg ganz bis nach oben in Level 7 und 8. Jetzt müssen wir echt nur noch die Linse finden, oder dieses komische blaue Ding finden, wo wir die Vergrößerungslinse benutzen können. Komm, stirb. Stirb. Tu mir den Gefallen. Stirb. Und One hätte nicht aus Versehen irgendeinen von unseren Helden. Auch wenn er das eigentlich gar nicht schaffen dürfte. Obwohl, vielleicht gibt es sowas wie kritischen Schaden. Trink einfach mal was. Zack. Was sagte ich mit kritischen Schaden? Das waren gerade eben 112 auf einmal. So. Komm her. Na, stirb. Wir wissen, dass du durch Feuerbälle keinen Schaden bekommst. So, ist da irgendwas drin? Wahrscheinlich nicht, denn es ist ein respawnender Gegner. Aber sicher, sicher. So, hier ist unsere Spur. Wir kommen von... Achso, hier gab es nur einen Weg. Okay, also wir kommen von hinter uns. Hier ist die letzte Spur. Hier speichern wir ab. Und in der nächsten Folge setzen wir weiter Plasmabrocken auf den Boden, um unseren Weg zu finden. Also bis denn.